Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hallo Welt! Heute soll es um Rattenschwänze gehen. Nein, nicht das, was ihr denkt. Ist nur eine Metapher. Eine Metapher, die ich von Jack Frucht mal übernommen habe und mal ein bisschen auf mein Leben übertragen möchte und da mal ein paar eigene Geschichten so von mir loswerden. Grunde genommen geht es dabei um kausale Zusammenhänge. Wenn man sich überlegt, sich einer Sache auszusetzen, eine Sache zu tun, eine Sache zu kaufen, irgendetwas einzugehen, eine zwischenmenschliche Beziehung, einen Geschäftsvertrag, eine Urlaubsreise, dann kann es passieren, dass man sich da auf Dinge einlässt, die man gar nicht möchte, die noch mit dazugehören, die unbedingt Zwang und Muss sind, damit man eine Sache haben kann. In einer Welt. Nee, erst mal anders. Und diese Sachen, die da noch mit hinten dranhängen an einer Sache, an einem Vertrag, mit einem Vertrag lässt sich am besten erklären, den nennt man dann Rattenschwanz, der da noch mit hinten dranhängt und der nervt. Dieser Rattenschwanz ist eigentlich physikalisch gesehen erstmal ganz natürlich. Wenn du in Wechselbeziehung zu allem, was ist, stehst und du bist 24 Stunden am Tag in Wechselbeziehung zu allem, was ist, somit auch als Beispiel mit allen Menschen zusammen, wirst du immer eine Kausalkette an Ereignissen verursachen, die sich nicht verhindern lässt. Würden alle nur aus purer Liebe handeln und immer nur für das eigene und das Wohl aller zu gleichen Anteilen agieren, dann wäre der Rattenschwanz nicht sehr lang. Er wäre da, physikalisch unverhinderbar, aber in den meisten Fällen angenehm. Da die Welt auch vollständig vom Ego beherrscht wird und somit alle Handlungen auf Angst basieren, ist dieser Rattenschwanz so lang, dass du ihn mehrfach um den Planeten wickeln kannst. Ich weiß nicht, ob mir noch ein zweites Beispiel einfällt, aber ich habe heute vor, das Video mit einem Beispiel zu theatralisieren, zu beschreiben, was ich selbst so da vor kurzem erlebt hat. Aber fangen wir mal bei dem Jack Frucht Beispiel an. Jack Frucht hat das immer anhand eines Autos beschrieben. Ein Auto ist eine Geldvernichtungsmaschine, hat er gesagt. Es ist nicht nur einfach so, dass du Geld ausgibst für ein Auto. Und dann hast du dieses Auto und gut ist. Nein. Aufgrund des Ego, Angst und Mangeldenken der anderen brauchst du für das Auto noch Versicherungen, spezielle TÜV-Zulassungen, da Autos so gebaut werden, dass sie schön schnell kaputt gehen, unzählige Wartungen und dann natürlich noch eine sehr primitive Form des Kraftstoffes. Das auch schon ein anderer wäre, wenn die Menschheit nicht in Angst und Mangeldenken gefangen wäre. Brauchst du noch Geld für Kraftstoff, für Ersatzteile und und. Und wenn du vollständig deinem eigenen Ego verfällst und dein Auto als Schwanzverlängerung verwendest, oder besser gesagt, wenn du dich im Wert durch das Auto steigerst, das ist höflicher formuliert. Wenn du einen Wert, dann bist du auch noch dazu verpflichtet, das Auto in einem besonders guten Zustand, in einem übertriebenen Zustand zu halten. Du musst das Auto pflegen, saugen, putzen, polieren, waschen, Teppich ausklopfen, jeden kleinsten Kratzer beseitigen. Und dann ist der Rattenschwanz, der nur schon allein durch diesen Besitz mitgezogen wird, so ins Absurdum geführt, dass du am Ende des Tages nur noch sterben möchtest, weil du fast 24 Stunden am Tag damit beschäftigt bist, dich darum zu kümmern. Und du wirst bettelarm durch nichts. Selbst wenn du dein Auto nur in der Garage stehen lässt und nichts tust, es auch weiterhin angemeldet haben möchtest und weiterfahren dürfen möchtest, bist du trotzdem verpflichtet, bis alle 2 Jahre zum TÜV zu bringen, wo definitiv
Und das Ego eines TÜV-Prüfers hat sehr geschulte Augen, wo definitiv etwas gefunden wird, was man dir anlasten kann. Ich hätte ja vor 2 Jahren mein Auto noch nicht mal über den TÜV gekriegt, weil so eine kleine Parkleuchte nicht ging. Das war ganz, ganz vertrackt. Eine Parkleuchte bei einem Auto ist nichts, was einen durch den TÜV fallen lässt. Aber, das war eine ganz verstrickte Geschichte. Da war noch etwas anderes an meinem Auto, irgendeine Stabilisatorstange unten drunter, die hat dafür gesorgt, dass ich durch den TÜV falle. Gut, da habe ich das aus meiner Sicht TÜV-relevante reparieren lassen, diese Stabilisatorstange. Und am Ende hat der TÜV-Prüfer gesagt, ja, das ist schön, dass Sie das repariert haben, aber wenn Sie einmal durchgefallen sind, dann ist es nicht ausreichend, nur die TÜV-relevanten Sachen zu reparieren, sondern auch die kleinen Nebenmängel, die nicht so wichtig sind. Das heißt, er hätte mich fast ein zweites Mal durchfallen lassen, nur weil ich diese kleine Scheiß-Parkleuchte nicht habe repariert. Da habe ich mich mit denen unterhalten und ruhig versenkend in meiner Buddha-Natur, wie ich nun mal bin, nicht aggressiv reagierend, ihn nicht als Feind angesehen, trotz der Tatsache, dass ich die Situation als absurd bewertet habe, bin ich ruhig geblieben und habe mich eher als Unschuldslamm hingestellt und habe gesagt, das wusste ich nicht. Und da hat der TÜV-Prüfer mich dann ohne diese reparierte Parkleuchte durchkommen lassen. Also wenn man durch den TÜV durchfällt, weil etwas TÜV-Relevantes kaputt ist, muss man dann aber auch alles nicht TÜV-Relevante mitreparieren. Zumindest laut Ego-Meinung dieses TÜV-Prüfers. Und am Ende des Tages bin ich dann mit kaputter TÜV-Leuchte, kaputter Parkleuchte durchgekommen und einer neuen Stabilisatorstange und bin dann und habe diese scheiß Parkleuchte schon aus Prinzip 2 Jahre lang nicht repariert. Und habe ich erst vor diesem TÜV, diesem Jahr, wieder repariert. So ein Schwachsinn. Durch diese krankhafte Angst- und Mangeldenken kann man dir das Auto entziehen aufgrund einer 2 Zentimeter großen Parkleuchte. Das ist die Welt, in der wir leben. Durch so einen Schwachsinn wird dieser sogenannte Rattenschwanz überhaupt erst erzeugt. Das ist bei Ämtern nicht anders, ne? Das ist bei Ämtern genauso. Du musst so einen absurden Verwaltungsmechanismus durchlaufen, der nur dazu da ist, um dich zu kontrollieren, weil das Ego der Herrschenden, Politiker, Ämterfuzis, weiß der Geier, Wirtschaftsmagnate, weil das Ego der Herrschenden Angst hat, dass es zu wenig haben könnte, will es die gesamte Weltbevölkerung kontrollieren. Und obwohl es unzähliger Dinge bedarf, die keiner Kontrolle bedürfen, benötigen, um gut zu überleben und zu leben, schön zu leben, sogar im Wohlstand zu leben, obwohl es unzählige Dinge gibt, die keiner Kontrolle bedürfen, wollen sie es aus Angst kontrollieren. Und dann entstehen Mechanismen, die für niemanden einen Nutzen haben. Und dann musst du durch einen Verwaltungsapparat und 7 Trillionen Formulare ausfüllen für jede Scheiße, die du irgendwie machen willst in diesem Drecksland. Und die werden dann überprüft. Das dauert dann so auch nochmal so 6 bis 12 Wochen. Und wenn du dann einen Fehler gemacht hast in einem Formular oder eine Zeile vergessen, dann schicken sie dir zurück und du kannst die 20 Formulare nochmal ausfüllen. Dann füllst du diese 20 Formulare nochmal aus. Dann schickst du es wieder zurück und dann dauert es nochmal 6 bis 12 Wochen, bis es bearbeitet wurde. Jetzt stellt euch das mal vor, es ist nur eine Frage der Zeit, bis du an einer Eisdiele ein Eis bestellen darfst, um dieses Eis dann zu essen, also um dieses Eis dann essen zu dürfen. Aber die kommen dann an und sagen, nee, Eis ist nicht. Das ist gefährlich, Leute. Füll erst mal diesen 12-seitigen Formular aus und logischerweise, da nichts kontrolliert werden kann, aber sie es alle versuchen, Ämter vollständig überlastet. Jetzt wart erst mal 30 Wochen. Ach, machen wir es kurz. 52 Wochen wartest du jetzt. Dann haben wir das bearbeitet und dann entscheiden die Ämter, ob du dieses Eis essen darfst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es soweit ist, dass du einen Rattenschwanz bei einem Eiskauf inkludieren musst. Und so ist diese Welt aufgebaut. Und in der in mich ruhenden Buddha-Natur, in der totalen Akzeptanz allem, was ist, und gleichzeitig in dem ruhigen Willen, diesen Schwachsinn nicht mehr mitzumachen,
akzeptiere ich voll und ganz, irgendwann kein Auto mehr zu haben. Ein Auto hat viele Vorteile. Ich kann völlig zeitunabhängig durch ganz Europa fahren. Einkaufen wird dadurch sehr bequem. Aber dieser Rattenschwanz und dieser Ego-Bullshit und dieses Angst- und Mangeldenken ist so absurd und zieht mir so viel Energie, dass ich bereit bin, auf eine Sache zu verzichten. Das wiederum raffen die Egos der anderen nicht. Und da kam es bei dieser Angestellten dieses Jahr im Autohaus zu einer absurden Situation. Ich wurde gefragt, sollen wir mal über ihr Auto drüber gucken, bevor das getüfft wird? Ich sage ja, wenn es nicht kostet. Ich habe, glaube ich, eine Stunde mit der diskutiert, nur bis ich eine Antwort habe, was das Nachgucken kostet. Das waren dann 15 Euro. Die waren nicht in der Lage, sie wollte schön verheimlichen, was das kostet. Allein das Nachgucken. Und dann habe ich gesagt, gut, können Sie gerne machen, nachgucken, aber bitte nichts reparieren. Ich will vorher wissen, was das kostet. Ich sagte, das ist ja völlig egal, sagt sie, was das kostet, das Reparieren der Teile. Sie müssen es sowieso reparieren, wenn sie durch den TÜV kommen will, wollen. Ich sage, ich muss einen Scheiß. Und sie sagt, ja, dann können Sie es gleich verschrotten, das Auto. Und ich sage, ja, das ist eine Option, die ich durchaus in Erwägung ziehe. Das hat die nicht verkraftet. Dass tatsächlich ein Mensch akzeptiert, das Auto nicht mehr fahren zu können, das war ja völlig fremd, weil andere schlitzen sich ihre Pulsadern auf, nur damit sie ihr Auto weiterfahren können. Wenn ich dieses Auto auch blind hätte reparieren lassen, das wären zigtausend Euro gewesen. So habe ich mich dann mit den Werkstatt-Heinis auf eine Flickkur eingelassen. Löcher stoppen mit Kleber, Rost ein bisschen abdichten, um den Preis um einige Nullen hinten an der Zahl zu senken. Und es geht dann doch. So habe ich mein Auto, was eigentlich nach 17 Jahren nur noch ein Rostklumpen ist, unten drunter zumindest. Von oben sieht es sehr schön aus. Der TÜV-Prüfer sollte sich mein Auto immer nur von oben anschauen. Da habe ich trotzdem durch den TÜV gekriegt, ohne zigtausend Euro. Aber das Absurde an dieser Situation war, dass ich in ihren Augen böse gewirkt habe. Das ist genauso wie wenn du, so wird man in der westlichen Gesellschaft von Eltern aufgezogen, du bist als Kind böse, du bist falsch, wenn du nicht das machst, was alle wollen. Und so kam das rüber, als hätte sie mich, also sie hat mich giftig angeschaut, als wäre ich ein böser Mensch, wenn ich es wage, nicht sowieso alles einfach reparieren zu lassen von denen, ungenachgefragt. Was für eine absurde Situation. Die hat nicht vollständig nicht verstanden, dass ein Mensch in die totale Hingabe und Akzeptanz gehen kann, dass das Auto den TÜV nicht überleben wird. Sprachlos. Das kann nicht sein, du bist böse. Wenn du das jetzt nicht machst, dann gucke ich dich jetzt ganz böse an. Natürlich, in sich grollend, voller Wut, Gesichtsausdruck, hat sie dann verstanden, dass ich, als ich gesagt habe, dann wird es halt verschrottet. Dann hatte ihr Ego dann keinen Punkt mehr, wo sie mit mir streiten konnte, wo sie angreifen konnte. Dann war sie dann ruhig. Wenn du in die totale Akzeptanz gehst, von allem, was ist, dann ist das ein Aspekt des erleuchteten Handelns. Und dann ist das Ego der anderen aber ganz schnell ruhig. Und ich werde auch irgendwann mal ein Video der drei Aspekte erleuchteten Handelns machen, die Eckhart Tolle mal beschrieben hat. Weltklasse. Es kommt im Buch Eine neue Erde am Ende vor. Das ist das Geilste überhaupt. Eckhart Tolle hat über das ganze Buch hinweg drei Geschichten verteilt und die dann am Ende miteinander verbunden. Und dann gesagt, wenn du so handelst, gibt es keine Probleme mehr in deinem Leben. Das war dieser eine Aspekt, Hingabe. Akzeptieren des So-Seins, des gegenwärtigen Momentes, so wie er ist, ohne dagegen zu kämpfen. Natürlich hätte ich mich auch anders entscheiden können. Ich hätte auch den TÜV und eine teure Reparatur hinnehmen können. Das wäre physikalisch auch nicht möglich gewesen. Also wäre es gar keine Handlungsoption gewesen. Also musste ich mich für eine Sache entscheiden und eine Sache akzeptieren, die in meinen Handlungsmöglichkeitenbereich lag. In dem Fall Auto verschrotten.
Ja, letztendlich wurde mein Auto für deutlich weniger Geld repariert. Es wird nochmal 2 Jahre fahren. Und der Rattenschwanz war bei mir sehr klein, obwohl ich schon etliche TÜVs hatte. Obwohl ich schon etliche TÜVs hatte, wo ich, Moment mal, ich muss mal kurz was nachgucken. Ups, Moment, ich habe gerade einen Fehler festgestellt. Alles klar, da bin ich. Ja, obwohl ich schon etliche TÜVs hatte, die etwas teurer waren. Da musste ich schon so witzige Dinge reparieren lassen, wie Querlenker oder all sowas. Und ja, das ist über die Jahre hinweg teuer und irgendwann gibt man dann nur noch auf und akzeptiert und sagt, nee, ich möchte das Auto nicht. Ich möchte das Auto nicht haben. Das war nur ein Beispiel von Rattenschwänzen. Da noch für Beispiele. Das mit den Ämtern hat man schon. Test, so 3, 4, 5. So, jetzt gab's einen kleinen Schnitt und eine Klopause. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt muss ich mir erstmal wieder so ein bisschen. Und auf? Ja. Ich war so ein bisschen wieder eingerufen. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Genau. Rattenschwänze. Das war jetzt erstmal mein Erlebnis mit dem TÜV, worüber ich gesprochen habe. Das lässt sich natürlich auch auf tausend andere Dinge übertragen. Zum Beispiel, wenn man hier in Deutschland, was weiß ich, das ist auch so ein Beispiel, wo Jack Frucht darauf hinweist, ein Haus haben möchte, dann kommen dann auch die putzigsten Dinge auf einen zu. An Rattenschwänzen, was man da alles mitkauft. Du kannst dich einfach ein Haus kaufen und bist dann mietfrei und glücklich drüber. Da kommt eine Latte an Verpflichtungen und Gesetzen auf einen zu, die jenseits von Gut und Böse sind. Da kommen Rechnungen zu, die kann sich ein normaler Wohnungsbesitzer gar nicht vorstellen. Waren da für Beispiele? Müll, Schornstein, Abwasser, Niederschlag. Ja, Grundstücksbesitzern wird tatsächlich berechnet, das Dach, was aufs Wasser fällt und dann abfließt. Wenn es in die Kanalisation fließt, muss man dafür sogar Geld bezahlen. Also das ist unglaublich, was ist da für ein Bullshit. Diverse Wartungen von Heizanlagen und und. Es ist ein gewaltiges Experiment, dass sich das Ego da hat einfallen lassen. Also da kommen wahrscheinlich noch so 10 Rechnungen auf einen zu, wenn man ein Haus besitzt. Ups, noch Rattenschwände, Schwänze ohne Ende. Es ist meistens immer dann, wenn es um Besitz geht. Jeder will das meiste für sich haben und so viel wie möglich für sich haben. Und damit du so wenig hast wie möglich an Besitz, wird dir Besitz haben so schwer wie möglich gemacht. Deswegen ist das Gesündeste, was dir am Ende passieren kann, wirklich, dass du ein Leben führst mit so wenig Besitz wie möglich. Besitzt du einen Computer, wirst du schon wieder an den Besitz von Strom gefesselt oder an den Besitz von Internet, was man dort wieder bezahlen muss. Oder Handys, Handy-Flatrates und also was, damit man mit Handy ins Internet gehen möchte. Dann ist man dann auch wieder an Gebühren gebunden und das sind alles so Kleinigkeiten. Das sind alles so. Ich wünschte, ich hätte noch ein paar Beispiele, die richtig reinhauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ego, das macht Dinge. Und eines Leben richtig schöne, schwer. Das müsste alles nicht sein. Und manchmal, und das muss sogar ich zugeben, lohnt sich der Rattenschwanz aber. Echt. Manchmal lohnt er sich. Da überwiegen dann die Vorteile. Obwohl die Welt egolastig ist und in 90, 99% aller Dinge die Nachteile überwiegen. Weil bei diesem Rattenschwanz und man lieber auf diesen Rattenschwanz verzichtet. Manche Dinge sind es wert. Auch in dieser krankhaften Ego-Welt. Also manche Dinge sind es wirklich wert.
möchte jetzt nochmal das Beispiel mit einer partnerschaftlichen Beziehung und dem Kinderkriegen haben. Check, Frucht fürchtet sich ja regelrecht vor Partnerschaften und Kinderkriegen. Weil dieser Rattenschwanz, den er schon in der Vorzeit in sein Leben gewollt ist, da kann er nämlich auch Angst machen. Und weil das alles mit einer gewissen Form von Anstrengung verbunden ist und mit Aufgaben, fürchtet man sich so sehr irgendwann davor, dass man gewisse Dinge gar nicht mehr in sein Leben eingehen möchte. Weil das dann zu viel Verantwortung ist. Das kommt in manchen Fällen dann aber auch wieder auf das Auge des Betrachters an. Ne? Was für den einen, also der Rattenschwanz ist physikalisch gesehen immer da und immer gleich lang. Aber für den einen ist dieser Rattenschwanz die Hölle auf Erden und für den anderen, das ist nichts, das macht der. Ne? Und dann kann es passieren, wenn man so viel Angst davor hat, dass man sich dann der Verantwortung vollständig entziehen kann und zig Dinge sich in sein Leben dann nicht mehr gönnt. Dann will man weder Auto noch Partner noch Kinder und möchte eigentlich nur noch sich in Ruhe in seiner Einraumwohnung, in seiner günstigen Einraumwohnung einschließen und dann gar nichts mehr tun. Na, das ist gewagt. Ich muss sagen, es gibt Rattenschwände, die kotzen mich an. Die ziehen mir Energie ohne Ende und es gibt Rattenschwänze, wo ich sage, die sind das mehr als wert. Ich habe mich schon freiwillig darauf eingelassen, unfreiwillig. Und wenn du mit einer Sache übereingehst, dann tut der Rattenschwanz nicht weh. Das muss ich auch dazu sagen. Ne? Ich wollte dieses Kindererziehungsbeispiel noch ein bisschen ausschmücken. Ich hatte es ja in anderen Videos schon, wo ich über Beziehungen gesprochen habe, mehrfach gesagt. Du kannst dich nicht ein Leben lang leiden und dich an einen Partner binden, nur aufgrund des Kindes. Ne? Wenn du aus welchen Gründen des stetigen Wandels auch immer du mit einem Partner nicht mehr harmonierst, ja, dann darfst du nicht aufgrund der Kinder 18 Jahre dazu gezwungen werden, mit dem Partner zusammen zu leben. Dann ist man halt mit dem Partner nicht mehr zusammen, wenn sie trotzdem gemeinsam um die Kinder kümmern. Das ist schon bis zu einem gewissen Grad machbar. Und manche sehen das aber als kausalen Rattenschwanz, den sie eingehen müssen. Du musst ein Leben lang dich eines Partners verpflichten, der dir vielleicht irgendwann gar nicht mehr gut tut, nur weil ihr gemeinsame Kinder habt. Das müsst ihr nicht, ne? Da kann man wieder an diesen Bereich des, da kann man wieder an diesen Bereich des erdachten Rattenschwanzes. Das Glauben, ich müsse dies und das und jenes tun. Es gibt tatsächlich in der Matrix sehr viele vertraglich verpflichtete Rattenschwänze, aber dann gibt es wieder dieses typische, ich muss dies und das und jenes tun und ich verpflichte mich dessen. Und ich glaube, diesen Rattenschwanz erfüllen zu müssen. Nein, es gibt eine Menge Rattenschwänze, die sind nur in euren Köpfen. Die wurden euch eingeredet von der Matrix, dass ihr das tun müsst und das müsst ihr gar nicht. Dieses Kinderdingen, da ist mein bestes Beispiel. Sich da zu verpflichten, das ist Bullshit. Im Gegenteil, wenn du dich mit einem Partner weiter abquälst, der dir nicht gut tut, dann wird es den Kindern, die werden dann ka im kausalen Zusammenhang dann auch eher drunter leiden. Also hast du zwar den Rattenschwanz eingegangen, dich eventuell um das Kind zu kümmern, aber nicht unbedingt ein Leben lang an diesen Partner gebunden zu bleiben. Na, das ist jetzt das eine Beispiel. Was gibt es noch für schöne Beispiele? Ja, viele wissen nicht, was Freundschaften sind. Die haben in ihrem Leben verschiedene Freundschaften gehabt und und glauben, dass Freundschaften an Verpflichtungen gebunden sind, weil einem das die Matrix so sagt und dann müsse man doch zu seinen Freunden stehen und sich auf eine gewisse Art verhalten. Das billigste Beispiel ist, dass man gezwungen ist, eine Freundschaft nur eingehen zu dürfen, wenn man sich den Regeln einer Clique unterordnet. Du gehörst nur zu uns, wenn du mit uns gemeinsam trinkst oder rauchst. Ganz billige, primitive Beispiele. In solche Freundschaften hat man mich in der Vergangenheit versucht, natürlich auch hineinzuzerren. Das hat natürlich nicht funktioniert. Bullshit, habe ich einfach auf die Freundschaft verzichtet. Das war ein Schwachsinnsrattenschwanz, der nur in den Köpfen der anderen war und der gar nicht dazugehört. Und ich hatte aber eine emotionale Bindung an Freunde und es hat mir dann sehr weh getan, wenn man mich zum Beispiel betrogen hat. Das war dieses typische Geldding, ne? Sich Geld geliehen und dann nicht mehr zurückgeben. Deswegen habe ich auch ein wunderschönes, ich habe glaube ich mein Geld 3 Video mal erwähnt und in meinem Schuldenvideo auf meinem Hauptkanal. Vielleicht werde ich diese beiden Videos am Ende dieses Videos nochmal verlinken, wenn ich es nicht vergesse.
Bei allen Links sei nach wie vor dazu gesagt, es kann bis zu 24 Stunden dauern, weil das ist manchmal ganz schön mühsam. Bis der Infokasten des aktuellen Videos aktualisiert wird, das kann dauern, und bis ich die Videos zum Schluss einblende, das kann auch manchmal dauern. Ne? Das ist wirklich, manchmal ist das eine ganz schöne Videorumsucherei. Also gerne sich meine Videos erst 24 Stunden nach dem Hochladen angucken oder nach 24 Stunden nochmal. Dann könnte es ganz tatsächlich passiert sein, dass ich mehr Links im Infokasten habe und mehr Videos in den Ecken für Interessierte. Ja, das war das dann. Dann hat er das schon sehr verletzt, wenn man Geld nicht zurückbekommt. Dann war ein ganz, ganz interessanter Fall. Da dachte ich, man hatte mich bestohlen. Innerhalb von Freundschaften, weil man eben diese ganzen Hinterhältigkeiten gewöhnt war. Und dann hat sich festgestellt, dass das nicht gestohlen war, sondern einfach nur in den Schrank gefallen. Monate später. War nicht so schön eine Situation. Aber ist jetzt völlig vom Thema abgewichen. Ja. Oder du bist doch mein Freund, du musst mir Geld geben und so. Ne? Und deswegen haben manche Leute eben Angst vor Bindung und vor Freundschaften, weil sie denken, sie müssen sich verpflichten. Ich führe jetzt aber seit einem guten Jahr, sogar etwas länger. Seit anderthalb Jahren Freundschaften mit Erleuchteten. Übertrieben formuliert. Menschen, die der Spiritualität zugeneigt sind und wissen, wie sie psychologisch funktionieren, die auf eine Reise sich der Selbsterkenntnis begeben haben und die deine freundschaftliche Bindung nicht mehr an Bedingungen knüpfen. Und da lebe ich jetzt seit gut anderthalb Jahren Freundschaften, die komplett rattenschwanzfrei sind. Das gibt so viel Energie, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es funktioniert. Da fühlt sich keiner den anderen verpflichtet. Zwar möchte man zusammen Dinge machen und fragen, macht man das zusammen, möchtest du das mit mir zusammen machen oder kannst du mir bei der und der Sache helfen? Und meistens ist man in solchen Freundschaften dann dazu geneigt, ja zu sagen und hilft gerne. Aber wenn ein Nein kommt, nimmt ein das kein Aas übel. Dann wird sofort in die totale Akzeptanz gegangen. Nein, ich möchte das jetzt nicht machen oder ich möchte es zu jetzt einen Zeitpunkt nicht für dich machen. Dann ist gut. Dann wird das akzeptiert und diese Freundschaften, die erhalten einen Genussgrad und eine Stabilität, die es echt in sich hat. So was Angenehmes habt ihr noch nicht erlebt. Also heißt, das war jetzt der Aspekt, wo Rattenschwänze nur in den Köpfen anderer sind, ne? Dass er nicht sein müsste. Die Matrix, die knüppelt euch dann mit Instanzen und Verträgen und Geldstrafen und sogar Gefängnis, ne? Wenn ihr den Rattenschwanz nicht erfüllt, aber es gibt halt in innerprivatlichen Beziehungen, egal Partnerschaft oder freundschaftlich, eben diese Dinge, dieses, ne? Dieses, Die Rattenschwänze, die gar nicht da sind, die illusionären, wo man glaubt, sich dran halten zu müssen. Jo. Das war's heute eigentlich schon. Mir fällt nicht mehr viel zum Thema ein. Das ist ein recht kurzes Video von meinen Verhältnissen. Und ich wollte mich auch mal zum Thema äußern. Ich hatte in den letzten Tagen das Gefühl, ja, da sprichst du auch mal drüber. Warum nicht? Da bleibt mir nur zu warnen zu sagen, wenn ihr ein ungutes Gefühl habt bei einem Vertrag, den ihr unterschreiben sollt, nachdem euch ein Türklinkenputzer, Türklinkenputzer, Strom oder ein Jamba-Jahresabo verkaufen möchte und ihr kennt diese ganzen Verstrickungen und Zusammenhänge nicht, was ihr da eigentlich unterschreibt, dann lasst es einfach instinktiv sein. Ne? Und ansonsten lest euch Verträge mal durch, diese 15 Seiten, auch das Kleingedruckte. Immer wenn ich das gemacht habe, war ich danach geneigt, diesen Vertrag nicht zu unterschreiben, weil das dann immer so war, dass einen das sehr ausnimmt und den anderen sehr viele Vorteile bringt. Und ja, einen der letzten Verträge, wo ich einen Rattenschwanz in Kauf genommen hatte, war YouTube. Geiles Beispiel. Freut mich, dass mir das jetzt noch eingefallen ist. Wenn du dir die Statuten durchliest, was du alles eingehen musst, um einen YouTube-Kanal zu betreiben oder Geld damit sogar zu verdienen. Das gilt auch für Live-Kanäle und Twitch. Wenn du dir das da durchliest, wird dir Himmelangst und Bange. Da kommt's Kotzen. Du möchtest nur noch schreiend davonrennen. Auf der anderen Seite habe ich nicht wirklich viel zu verbergen und nichts zu verlieren. Und wenn man an nichts anhaftet, dann ist es nicht schlimm, diese Regeln einzugehen. Also im Grunde genommen, wenn du dich hier auf diesen Privatanbietern wie Twitch, YouTube, Hitbox, weiß der Geier,
präsentierst in der Öffentlichkeit, da musst du im Grunde genommen den Rattenschwanz eingehen, dass jeder alles mit deinen Videos machen kann. Jeder wirklich alles. Nicht unbedingt kommerziell verwenden, weiterhin an Dritte, aber ansonsten eigentlich mit dem Inhalt und den Informationen und den Bildern deines Videos, das du hochlädst, dürfen die dann alles machen und auch die Zuschauer dürfen bis zu einem gewissen Grad sehr viel damit machen. Ne? Und erst als ich keine Widerstände in mir hatte und das mit mir eingegangen bin, konnte ich da auf Ja klicken und sagen, jo, ist vollkommen okay. Im Grunde genommen schadet es nicht. Nur Leute, die Ängste haben, dass jemand mit den Informationen über dich, also wenn jemand Ängste hat, dass jemand mit zu viel Informationen von dir erhält und dann dir damit schaden kann. Das ist auch sowas. Das ist also ein Matrix-Ding, was einem erklärt wird. Oh Gott, verrat dem bloß dies und das und jenes nicht über dich. Der kann damit Gefahr machen. Meistens nur den Ruf schädigen oder irgend so ein Schwachsinn. Ne? Aber dank des Buddhismus habe ich gelernt, dass nur die Offenlegung der kompletten Energieeinheit, die du bist, die totale Freiheit bedeutet. Ne? Seitdem habe ich vor nichts mehr Angst. Ist mir auch scheiße, ja, ob man mich spioniert oder meine privaten Daten liest. Ne? Ich klebe auch keine Kamera ab. Es gibt nicht wenig Leute, die ich kenne, die ihre Kamera abkleben, weil sie Angst haben, spioniert zu werden. Ja, mein Gott, wen interessiert das? Ich bin gerade jemand, der sich besonders fürchten müsste. Weil ich den ganzen Tag nackt rumlaufe. Ich habe ja den ganzen Tag drei Kameras auf mich gerichtet und die sind immer am Computer angeschlossen. Die sind nicht abgeklebt und es ist mir scheißegal. Ich habe mich dazu entschieden, mich der Öffentlichkeit zu präsentieren und Daten von mir preiszugeben. Und das ist ein Rattenschwanz, der juckt mich null. Der ist für manche mit inneren Widerständen und Ängsten extrem heftig. Und dann sage ich, solange du die Widerstände und Ängste noch nicht hast, dann geh es nicht ein. Aber arbeite trotzdem an den Ängsten. Aber wenn du das irgendwann bist du es gewöhnt, dann ist dir nichts mehr peinlich. Also es ist mir scheißegal, ob jemand meinen Computer hackt, meine Tagebücher liest. Es kann mir nicht schaden. Wenn man das auch mal in sich gesehen hat, dass wenn andere Dinge über dich wissen, dass dir das nicht schaden kann. Wenn dir welche physisch schaden wollen, dann finden die sowieso Mittel und Wege, die eine über die Rübe zu hauen. Aber alles andere ist nur der erdachte Schaden, zum Beispiel, indem man dich in den Selbstwert senken könnte oder den Rufschaden, das ist das meiste. Aber das juckt mich null. Oder sich schämen, weil ein anderer nackt sehen. Nein! Ich weiß nicht mal, ob es erlaubt ist in YouTube. Ich würde mir sonst das T-Shirt hier vom Leib ruppen und einfach mal zeigen, hier, guck, hier bin ich. Das ist so unwichtig. Aber diesen Rattenschwanz bin ich dann halt eingegangen. Es ist mir völlig egal, ob irgendwelche Hacker oder irgendwelche Firmen den ganzen Tag mich nackt hier rumlaufen sehen über meine Kameras. Das ist deren Zeitverschwendung, dieses Ausspionieren, dieses Kontrollieren. Das ist deren Zeitverschwendung. Mich juckt das null, weil es mich nicht im Wert verletzen kann. Das ist nur eine erdachte Werteverletzung. Deswegen haben Leute Angst um ihre Daten, Angst, dass sie nicht gesehen werden. Angst, dass sie einer Firma einen Vertrag unterschreiben, wo man sagt, ja, mach du mit deinen Daten, was du willst. Und das ist im Grunde genommen, wenn man das bei YouTube und Google eingeht, du bist da freiwillig, ne? Und wenn du damit noch Geld verdienen willst, dann haben sie deine Adressdaten, deine Kontodaten und alles. Aber wo ist denn da ein Problem? Selbst wenn die damit etwas machen würden, was du nicht willst. Ein Problem besteht nur, solange du zum Beispiel an Geld anhaftest. Ne? Wenn eine Firma, ein Hacker oder ich weiß was für ein Verbrecher mein Konto leer räumt, dann ist mir das egal. Wenn ich an Geld und Besitz anhafte, dann gehört das dorthin, wo es hingehört, unter das Kopfkissen und nicht auf eine Bank. Ne? Wenn du dann einen krankhaften Bedürfnis nach Schutz hast, dann kümmere dich um physischen Schutz. Dann hol es dir real her und leg einen schweren Stein drauf. Schlaf daneben. Aber hier, das andere, das sind alles nur Informationen und Daten. Und damit kann man dich nicht im Wert senken. Und damit war ich dann bereit, diesen Rattenschwanz einzugehen, dass YouTube im Grunde genommen meinen Daten macht, was sie wollen. Das ist mir scheißegal. Bisher hat es mir nur Vorteile gebracht, ohne Ende, weil die Daten zumindest da ankommen, wo ich will, nämlich bei euch Zuschauern. Da kommen die auf jeden Fall schon mal hin. Und das habe ich schon als Beweis durch Gespräche, Kommentare. Ne? Das ist
Das hat bisher nur Vorteile gebracht, ne? Also man kann das wirklich abwägen. Je weniger Widerstand und Ängste man hat, umso mehr Rattenschwänze kann man eingehen, ohne dass die einen tangieren, den Wert verletzen oder schädigen. Ne? Aber es gibt wirklich Dinge, wo ich sage, nee, da kommt mir die Galle hoch. Was da an Geld und Beamtenarbeit und Formulararbeit drin ist, als Unternehmer hat man da recht wenig Arbeit. Als Arbeitsloser muss man ja mehr Verträge und Rattenschwänze eingehen als Unternehmer, als privater Selbstständiger oder Angestellter. Da hat man deutlich weniger Papierkram. Da ist der Rattenschwanz bei so also einer Firma zu unterschreiben richtig gering. Oder hier auch diese ganzen Zusatzprogramme, diese sogenannten Bots, die man auf Twitch verwendet. Da steht auch immer fett, autorisierst du? Also das ist quasi ein Programm, das ein paar Chat-Funktionen für dich übernimmt. Da musst du auch bei der Firma, die das Chat-Programm geschrieben hat, autorisieren und vollen Zugriff lassen. Auf der einen Seite könnte man denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich gebe dir Handhabe über meinen Chat. Auf der anderen Seite musst du bedenken, dass die sich nur rechtlich absichern wollen, weil die müssen ja auf deinen Chat zugreifen, wenn sie dir zu Diensten sein wollen. Dann kann man das Ganze nämlich auch so sehen. Es gibt nämlich Rechte innerhalb der Matrix, dass die Firmen nur sagen, du musst das alles autorisieren und sollen Zugriff auf deine Daten gehen, damit wir überhaupt handlungsfähig sind. Ne? Das dient nicht nur, um dich, das dient eben nicht nur, um dir zu schaden oder um dir deine Freiheitsrechte zu rauben oder mit den Daten mit dir rumspielen zu wollen, sondern oftmals müssen die Firmen diese totale Machtübertragung von dir kriegen, damit sie überhaupt handlungsfähig sind und mit deinen Daten überhaupt öffentlich stellen können. Ne? Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Müsst euch mal immer in die Haut des anderen versetzen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man dir schaden würde oder Macht oder Kontrolle über dich ausüben, sondern manchmal sind die Firmen wie YouTube ja überhaupt erst handlungsfähig, wenn du denen all deine Daten rausgibst. Adressen, Bankdaten, die Erlaubnis, mit deinen Daten zu machen, was sie wollen. Erst dann sind sie überhaupt handlungsfähig, deine Videos hochladen zu dürfen in der Matrix oder dir Geld geben zu dürfen. Ne? Das zweischneidiges. Man muss Systeme, ich bin ja generell, kenne ich auch. Videos nur über Systeme machen. Ich bin ja ein Systemforscher. Ich durchschaue Systeme, versuche herauszufinden. Und wenn man und wenn ihr Systeme nicht durchschaut habt, dann lasst sie einfach sein. Wenn ihr Angst davor habt, dann lasst sie einfach sein. Ich mache ihnen hingegen die Mühe und versuche erst ein System zu durchschauen. Und heutzutage kann ich sagen, ich weiß vollständig, worauf ich mich einlasse. Bei Freundschaften, Beziehungen, bei Geschäften, ich weiß vollständig, worauf ich mich einlasse. Vollständig. Und dann habe ich auch keine Angst mehr. Und damit suche ich mir sehr gezielt die Rattenschwänze aus. Und dann sind die nicht mehr so schlimm. Aber generell gilt, ne, wenn euch ihr Rattenschwanz zu viel Energie zieht, dann geht in die Akzeptanz, eine Sache nicht mehr zu machen. Wie zum Beispiel mit der Geldvernichtungsmaschine genannt Auto. Dann lasst den Scheiß und macht das nicht mehr mit, wenn es zu viel Energie zieht. Und wie schon gesagt, es gibt dann eben auch Rattenschwänze, die ziehen keine Energie. Wichtig ist nur, ja, das ist eigentlich so der Gesamtkonsens des Videos. Guckt genau hin, was noch an einer Sache mit dranhängt, welche kausalen Zusammenhänge als Ursache-Wirkung hinten dran noch mit folgen und guckt dann, ob ihr bereit seid, das einzugehen oder nicht. Schönes Video geworden. Auch wenn ich gerne noch ein paar mehr Beispiele gehabt habe, hätte. Aber werden mir noch einfallen. Dann besteht wie immer die Gefahr, dass ich irgendwann eventuell ein zweites Video dazu drehe. Gut, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.